Geübte Trainer werden sich im Remake der gelben Edition Pokémon Let's Go Pikachu Evoli zwar bestens zurechtfinden, für die Einsteiger haben wir dennoch einige hilfreiche Tipps und Tricks festgehalten. Fangt so viele Pokémon wie möglich, egal ob ihr die Monster haben wollt oder nicht. In Let's Go Pikachu Evoli levelt man neben den Trainer- und Arenaleiterkämpfen erstmals durch das Fangen von Pokémon. Fangt ihr besonders große oder kleine Exemplare und stellt euch dabei gut an, erhaltet ihr mehr Erfahrungspunkte. Achtet bei stärkeren Pokémon darauf, Bälle mit höherer Fangwahrscheinlichkeit einzusetzen und das Pokémon mit Beeren vorher zu besänftigen. Manche Passanten schenken euch Pokémon, wenn ihr eine gewisse Anzahl von Exemplaren gefangen habt. An anderer Stelle gibt es wertvolle Belohnungen, wenn ihr Trainern 6 Exemplare derselben Art zeigt. Das Fangen lohnt sich also auch abseits von den Erfahrungspunkten. Habt ihr ein Pokémon einmal gesehen, könnt ihr euch im Pokédex anzeigen lassen, wo es zu finden ist. Spart anfangs lieber euer Geld, denn ihr kriegt etliche Gegenstände geschenkt, findet Bälle und Heilmittel. Lediglich ein paar Aufwecker sind sinnvoll, da man schnell auf Pokémon trifft, die einen einschläfern. Erst wenn es hochwertige Bälle zu kaufen gibt, solltet ihr euch eindecken, weil sie eine viel bessere Fangrate haben. Und denkt dran, wenn ihr 10 Pokébälle kauft, kriegt ihr einen Premierball umsonst. Einen EP-Teiler gibt es diesmal nicht. Alle Pokémon kriegen nach dem Kampf oder dem Fangen eine gewisse Anzahl von Erfahrungspunkten. Pokémon, die aktiv mitgekämpft haben, erhalten aber mehr. Setzt das Monster, das ihr gerade trainieren wollt, also an den Anfang und tauscht es im Kampf sofort aus, falls es zu schwach ist. Falls ihr den Pokéball Plus habt, denkt dran, euer Pokémon in den Ball zu übertragen, um beim Laufen mitzunehmen. Ihr müsst nichts tun, erhaltet jede Menge EP und nützliche Items. Erhöht die Statuswerte euer Pokémon mit Bonbons, die ihr beispielsweise erhaltet, wenn ihr dem Professor ein Pokémon schickt, das ihr nicht mehr braucht. Damit könnt ihr einzelne Pokémon stärker machen, die Lebenspunkte oder den Angriff erhöhen. Die VMs wie Zerschneider, Surfer, Blitz heißen jetzt Geheimtechniken und verschwenden keine Attackenslots mehr. Ihr findet sie im Menü eures Partner-Pokémon unter dem Streichel-Minispiel. Anstatt von Fahrrädern kann man jetzt reitbare Pokémon nutzen, um schneller voranzukommen. Habt ihr eines erhalten, packt es in euer Team und wählt dann aus, dass ihr es aus dem Ball holen wollt. Das könnt ihr übrigens mit allen Team-Pokémon machen, aber nur manche lassen sich reiten. Deckt wichtige Pokémon-Typen ab. Drückt euch vorher bei uns aus, welche Attacken gegen welchen Typ effektiv sind und denkt dran, dass Attacken 50% stärker sind, wenn das passende Pokémon sie auslöst. Nehmt auf jeden Fall ein Pokémon vom Typ Pflanze ins Team. Damit seid ihr effektiv gegen den ersten Arenaleiter Rocco und die zweite Arenaleiterin Misty. Anfangs findet man viele Myrapla, die mit ihrer Combo aus Pflanze und Gift Gegner zusätzlich nervt und später mit der Attacke Megasauger ordentlich austeilt und sich gleichzeitig dabei heilt. Für den dritten Arenaleiter Major Bob solltet ihr unbedingt ein gutes Boden-Pokémon am Start haben. Habt ihr es vergessen, gibt es direkt neben der Arena die Dicta-Höhle, wo ihr zahlreiche geeignete Pokémon findet, die unter anderem die tolle Attacke Schaufler beherrschen. Wie überträgt man Taschenmonster von Pokémon Go auf die Switch? Zunächst müsst ihr euren Pokémon Go-Account auf der Switch über Menü und dann die Y-Taste mit der Konsole verknüpfen. Dann müsst ihr auf eurem Handy Bluetooth einschalten, in die Pokémon Go App gehen und über das Rädchensymbol in die Einstellung gehen. Dort wählt ihr dann Nintendo Switch aus und wartet so lange, bis das Auswerfen-Symbol angezeigt wird. Sobald das gelungen ist, geht ihr auf dem Handy in eure Pokémon-Übersicht, klickt auf das Switch-Symbol und wählt aus, welches Pokémon ihr übertragen wollt. Hier der Haken, ihr könnt Pokémon erst dann auf der Switch tauschen, wenn ihr den Pokémon Go Park in Fuxania City erreicht habt, was relativ spät im Spiel passiert. Habt ihr das Monster in Pokémon Go ausgewählt, könnt ihr die Übertragung auch im Pokémon Go Park starten. Innerhalb weniger Sekunden erscheint das Pokémon dann in dem von euch ausgewählten Park. Besucht diesen und fangt das Pokémon auf der Wiese ein. Jetzt könnt ihr es auch in Let's Go Pikachu Evoli nutzen. Denkt aber dran, dass ihr die Taschenmonster aus Pokémon Go nach der Übertragung auf die Switch nicht mehr zurückbekommt.